Hallo Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Theologo. Heute zum Thema Gott beweisen mit Thomas von Aquin. Hier bei Theologo und sonst auch hört man ja häufig Leute mal so reden über Gott, als wenn es Gott wirklich gäbe und man das ganz selbstverständlich auch annehmen könnte, so als das eine bewiesene Tatsache wäre. Und tatsächlich hat es in der Geschichte der Theologie immer solche Positionen auch gegeben, Theologen oder Philosophen, die gesagt haben, ja, das kann man auch tatsächlich rational beweisen, dass es Gott gibt, das ist dann auch gar nicht fraglich, das ist einfach eine Selbstverständlichkeit, so wie man auch andere Dinge in den Naturwissenschaften oder in der Mathematik beweisen kann. Ich habe euch heute auch mal eine Reihe an Dominosteinen mitgebracht und ich will euch das an den fünf Wegen von Thomas von Aquin, das ist ein Theologe des 13. Jahrhunderts, zeigen. Thomas argumentiert immer so, dass es bei ihm so zwei Prämissen gibt, also eine Prämisse, eine Voraussetzung aus der Erfahrung und dann eine Prämisse, die ist unmittelbar evident, einleuchtend, so ein Axiom, das ist einfach sinnvoll. Zweite Prämisse, und aus diesen zwei Prämissen ergibt sich dann immer die Schlussfolgerung, die da lautet, es muss eben Gott geben. Also fangen wir mal an mit dem ersten, den man auch den kosmologischen Gottesbeweis nennt. Den hat Thomas von Aquin jetzt nicht selbst entwickelt, sondern der ist schon viel älter. Aristoteles, der antike Philosoph, hat ihn auch schon gebraucht. Und zwar sagt er einfach Folgendes. Erste Prämisse, in der Welt beobachten wir Bewegung und wo es Bewegung gibt, hat diese Bewegung immer eine andere Bewegung zur Voraussetzung, ist immer von einer anderen Bewegung angestoßen worden. Übrigens, Thomas hat das in seinem Hauptwerk erläutert, seine Summe der Theologie. Da kann man das nachlesen, wenn euch das weiter interessiert. Also, an den Dominostein. Damit der letzte Dominostein hier in Bewegung kommt, also umfällt, ist völlig klar, es muss davor einen anderen Dominostein geben, der diesen anstößt, also umwirft und so weiter und so fort. Damit der vorletzte umfällt, also in Bewegung kommt, muss es einen drittletzten geben, viertletzten und so weiter. Also jede Bewegung, die irgendwann hier in Gang kommen soll, ist von einer Bewegung vorher angestoßen worden. Und natürlich kann man das nach hinten weiter fortsetzen, dass immer eine Bewegung von einer anderen vorhergehenden Bewegung angestoßen wurde. So, diese Bewegung war noch nicht gedacht, von mir geplant. Mal gucken. Okay, und dann sagt Thomas, zweite Prämisse und das Axiom gilt, diese Reihe kann nicht unendlich weit fortgesetzt werden. Es muss irgendwo einen Anfang geben, einen Beweger, der selbst nicht bewegt wurde, weil man dieses Spiel nicht unendlich fortsetzen kann. Es kann ja nicht sein, dass das immer und immer weitergeht. Irgendwo muss man sagen, muss ja mal Schluss sein. Und diesen ersten Beweger, der dann alles andere anstößt, aber selbst unbewegt ist, also von nichts anderem angestoßen wurde, den nennen wir Gott. Es muss so einen ersten unbewegten Beweger geben, weil wir zwar Bewegung sehen, aber das Spielchen nicht unendlich weit, hier schreibe ich Gott drauf. Also diese Box hier, erster unbewegter Beweger, der das dann selber anstoßen wird, das ist Gott. Also ist eigentlich einleuchtend, dass es Gott geben muss, einen ersten unbewegten Beweger. Und diese Argumentationslinie verfolgt er ähnlich auch in der zweiten Beweisführung, in dem Kausalitätsbeweis. Der sagt eigentlich was Ähnliches, nur im Prinzip etwas allgemeiner. Für jede Wirkung, die wir beobachten in unserer Welt, gibt es eine Ursache. Das heißt, wenn dieser Dominostein umfällt, für diese Wirkung des Unfalls muss es eine Ursache geben. Die Ursache liegt dann in dem Dominostein davor. Damit der umfällt, also die Wirkung erzielt wird, dass er umfällt, muss es eine andere Ursache wiederum geben und so weiter und so fort. Für jede Wirkung gibt es eine Ursache. Aber auch dieses Spiel kann man nicht ewig fortsetzen. Es muss eine erste Ursache geben, die nicht von anderen bewirkt wurde. Und diese allererste Ursache, die in sich selbst die Ursache für alles Weitere ist, die nennen wir wiederum Gott. Soweit so klar. Er hat dann noch drei andere Wege. Als drittes den Kontingenzbeweis. Er sagt, in der Welt gibt es vieles, was möglich ist oder auch anders denkbar ist, also kontingent, zufällig. Und das hat immer auch wiederum eine Voraussetzung, aber es muss ganz am Anfang ein Wesen, einen Seinsgegenstand geben,
der nicht kontingent zufällig ist, sondern der als erstes unbedingt notwendig da gewesen sein muss. Und dieses, was am Anfang unbedingt da gewesen sein muss, notwendiges Sein, nennen wir Gott. Und der vierte Weg, der ist vielleicht auch für die Ethik nochmal oder ethische Argumentation interessant. Er sagt, wir beobachten im Leben an vielen Stellen, die mehr oder weniger vollkommen sind, mehr oder weniger gut. Wir machen ja oft auch Werturteile, dass etwas besser oder schlechter ist, gut oder böse. Und als Maßstab muss man davon ausgehen, dass es, was diese Vollkommenheiten betrifft oder das Gutsein betrifft, dass es einen höchsten Maßstab gibt, eine höchste Vollkommenheit. Und diese höchste Vollkommenheit, die nennen wir Gott. Also zum Beispiel das höchste Gutsein, das ist in Gott zu finden und damit auch ein absoluter Maßstab. Und der letzte Gedanke dann noch, wir beobachten fünftens im Leben überall Ordnung. Vieles entwickelt sich auf Ordnung hin, auch in der Pflanzenwelt, in der Tierwelt, dass Dinge geordnet sind. Und es muss hinter all dem und zu allem hin einen letzten Ordner geben, könnte man sagen. Einen, der die Ordnung in der Schöpfung, in der Natur auch tatsächlich zu ihrer Ordnung hin angelegt hat. Und dieser Ordner, könnte man sagen, jetzt ist dann eben Gott selbst. Nun ist das mit dieser Kiste ja so, dass man zwar bei dem Gedanken oder bei dem Begriff Gott ankommt. Die Frage ist nur, was ist das eigentlich für ein Gott? Das ist im Prinzip ein Begriff von Gott, der an sich weiter nicht gefüllt ist. Es ist ein philosophischer Begriff. Also dieser Gott meint jetzt nicht einen konkreten, natürlich ist bei Thomas an den christlichen Gott gedacht, doch wenn man, ich mache es jetzt mal etwas plastisch, die Kiste hochhebt und fragt, was für ein Gott ist da drunter? Bei mir ist jetzt hier so eine Lego-Figur, so ein Polizist, weil Gott ja zum Beispiel auch bei Thomas, wie er ist der Ordner, der für die Ordnung sorgt oder in der christlichen Tradition häufig wie so ein Aufpasser gedacht ist. Und der wäre jetzt derjenige, der diese Reihe anstößt. Also das wäre eine Vorstellung von Gott. Aber wer sagt denn uns eigentlich, dass in dieser Kiste, also mit dem Etikett Gott, hier so ein Ordner im Sinne einer Lego-Figur oder wenn das jetzt ein König wäre, wie er im Christentum oft gedacht wird, dahinter steckt. In dieser Kiste mit dem Titel Gott könnte genauso gut, ich habe hier von meinen Kindern mal so ein Lego-Pferd ausgeliehen, könnte genauso gut, wenn wir jetzt denken, das höchste, vollkommenste Wesen wäre nicht irgendeine Form von Polizist, König oder sonst was, was man oft im Christentum gedacht hat, sondern wäre ein heiliges Pferd, dann wäre das der erste unbewegte Beweger. Das heißt, das, wo uns diese Argumentation hinführt, ist kein konkreter, sondern einfach ein ganz abstrakter Gottesgedanke. Und die Frage ist natürlich, wie man den füllen kann. Und die christliche Tradition hat ihn auf bestimmte Weisen gefüllt, andere Traditionen füllen ihn auf andere Weise. Heute im Zuge auch feministisch-theologischer Bemühungen würde man zum Beispiel sagen, wir müssen mal langsam davon wegkommen, dass wir Gott immer männlich und als Aufpasser denken, zum Beispiel Gott auch als weiblich zu denken. Gibt es auch ein ganz klassisches, neueres theologisches Buch über She-Who-Is. Also, dass man viel mehr Gott auch weiblich denken sollte. Das heißt, das Phänomen, auf das ich jetzt an dieser Stelle aufmerksam machen will, ist, dass man so zwar argumentieren kann, aber am Ende oder am Anfang besser gesagt, hat man einen abstrakten Gottesgedanken und die Frage ist, wie man den füllt. Mal ganz grundsätzlich, eine andere Kritik hat dann der Philosoph Kant in der Aufklärung vorgebracht und das ist wohl auch der Grund, warum diese Gottesbeweise heute in ihrer Plausibilität nicht mehr so überzeugen. In seiner Kritik der reinen Vernunft fragt nämlich der Kant ganz allgemein, wie funktioniert eigentlich unser Erkennen und unser Wissen? Und seine These ist, dass wir Dinge immer dann sicher wissen, wenn wir zu einer Anschauung, also zu einer Erfahrung, eine Kategorie unseres Verstehens, unseres Verstandes haben und die beiden Dinge zusammenpassen. Also hier ist das ziemlich klar. Zudem, jetzt mache ich es tatsächlich mal, erster unbewegter Beweger kommt hierher und stößt das an. Also, dass wir diese Wirkung sehen, dass die Dominosteine umfallen, dafür gibt es eine Ursache, nämlich den, der das angestoßen hat.
Und überall, wo das zusammenpasst, also eine Erfahrung, eine Anschauung mit einer Verstehenskategorie, nämlich dass wir sagen, das ist der Zusammenhang Ursache und Wirkung, da können wir etwas wissen. Ich weiß, dass dieser Dominostein umgestoßen ist, weil er eine Ursache hatte für dieses Umstoßen. Nur das Problem entsteht dann, wenn man diese Kette weiter fortsetzt und dann den Bereich der Erfahrung verlässt, weil dann hat man nämlich eine Kategorie, zu der man aber keine Anschauung hat. Das heißt, wenn ich irgendwann den Bereich der Dominosteine verlasse und jetzt irgendwie hier nicht mehr von Erfahrung rede, dann kann ich im Prinzip ja zu der Kategorie der Ursache sagen, der eine behauptet, es ist halt ein Pferd, der andere, was weiß ich, eine Frau oder was man sich auch immer als Gott vorstellt und ob es überhaupt einen Gott gibt, das ist dann eine bloße Behauptung. Das heißt, der Kant stellt auch an dieser Stelle fest, dass man an der Stelle, wo man den Bereich der Erfahrung verlässt, immer das eine plausibel behaupten kann, aber auch das Gegenteil. Das heißt, an der Stelle bleibt die Frage, ob es Gott gibt oder nicht, unbeweisbar. Sie bleibt für das theoretische Erkennen ungelöst. Und bei Kant wandert dann die Frage, ob es Gott geben muss, in die Ethik. Okay, was will ich jetzt zum Schluss noch sagen? Also, was zumindest von der Aufklärung und von Kant her man festhalten kann, ist, Gottes Beweise an sich, und es gibt noch andere und auch wieder andere Kritiken dazu, Gott zu beweisen, ist leider, so sehr man sich das manchmal als Christ oder vielleicht als Theologe wünscht, nicht möglich. Was immerhin möglich ist und was diese Gottesbeweise für uns heute zeigen, dass es zumindest denkmöglich ist und nicht total unsinnig, an einen Gott zu glauben, weil es im Prinzip auch Sinn macht. Christliche Theologen haben dann aber auch in neuerer Zeit immer wieder betont, und ich nenne jetzt mal als Beispiel einen der größten Theologen so des 20. Jahrhunderts auf evangelischer Seite, Wolfhard Pannenberg, hat viele dort auch dicke Bücher geschrieben. Was solche Theologen betonen, ist eben auch, dass das, was bei den Gottesbeweisen rauskommt, eh nicht der Gott ist, an den Christen glauben, also so ein philosophischer Gott, sondern dass der Gott, an den die Christen glauben, ein Gott ist, der sich in der Geschichte gezeigt hat, auch zu erfahren gegeben hat und dass man den christlichen Gott immer wieder erfahren hat, dass davon das Alte Testament, die Bibel der Juden und auch das Neue Testament davon Zeugnis geben, dass sich Gott zeigt, zu erfahren gibt und dass Theologie die Aufgabe hat, solche Erfahrungen zu reflektieren. Das ist natürlich eine spannende Herausforderung und diesem Phänomen, also inwiefern Gott zu erfahren ist, wie man Gott erleben kann und wie man das auch deutet, dem wenden wir uns dann in anderen Theologo-Folgen zu. Okay, vielen Dank fürs Zuschauen und Zuhören, Mitdenken. Postet mir gerne eure Fragen oder was ihr sonst noch für Ideen zu diesem Phänomen habt. Gott als selbstverständlich annehmen, Gott beweisen. Wir sehen uns hoffentlich bei einem der nächsten Male. Macht's gut, bis dann. Tschüss.